Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich möchte heute mit euch die Creme, die Foundation ausprobieren in einem nicht First Impression, denn ich habe diese Foundation schon öfters aufgetragen und bin richtig begeistert. Deswegen würde ich sie euch gerne einmal trotzdem vorstellen. Eigentlich hatte ich ja vor, dieses Schätzchen nicht alleine für ein extra Video zu benutzen, sondern eher im Rahmen meines Vlogs mit euch zu teilen, euch zu zeigen, wie ich die auftrage und wie ich damit zurechtkomme, auch im Laufe des Tages. Ich habe mich aber dazu entschlossen, doch ein extra Video dazu zu machen, weil ich richtig begeistert davon bin. Ich finde sie richtig gut und gerade jetzt im Sommer finde ich das auch sehr angenehm zu tragen. Denn sie hat eine leichte Formulierung, man fühlt sie kaum und trotzdem ist die Haut schön gepflegt. Sie ist butterweich und deckt auch ziemlich gut ab und macht das Hautbild richtig schön ebenmäßig und sauber. Und deswegen wollte ich sie euch unbedingt ganz offiziell in einem extra Video noch einmal vorstellen. Ich habe diese Creme für 1 Euro im Thomas Philips Sonderpostenmarkt gekauft. Ich habe auch schon mal eine andere Foundation dafür getestet. Ich verlinke euch das Video in der Infobox, wenn ich es nicht vergesse. Leute, ich bin immer so vergesslich, was das Verlinken betrifft. Oder ich mache euch hier ein i da oben in das Video. Aber echt, ich vergesse es. Es ist auf jeden Fall eins meiner letzten Videos gewesen. Und ich werde versuchen, dran zu denken, euch das zu verlinken. Auf jeden Fall gab es bei Thomas Philips nur eine Farbrichtung dort zu kaufen und ich werde diese Foundation jetzt einmal mit euch zusammen auftragen. Ich möchte euch aber vorher zuerst noch einmal vorlesen, was draufsteht. Es ist die CoverGirl Plus Olay Facelift Effekt. Und sie ist in der Farbe Light Pale. 30 Milliliter sind in diesem Glasflakon enthalten. Es ist noch mega viel an Vorrat dort. Ich habe es noch nicht geschafft, wieder hinzufahren, sonst würde ich mir Backups kaufen, weil ich sie richtig gut finde. Es ist allerdings so. Und nun möchte ich das dazu sagen. Sie war hier mit so einem Ding versetzt und genauso sah es auch aus. Ich habe das in meinem letzten Video auch gezeigt, wie sie aussah, als ich sie zum ersten Mal aufgemacht habe. Ihr könnt da gerne mal nachschauen. Aber mir macht das nichts aus, denn die waren alle so. Sie sahen alle so aus. Ich denke mal, dass die eben aus lagertechnischen Gründen vielleicht gelegen haben, dass sie hin und her gewackelt sind. Und wenn so ein Deckelchen nicht so richtig fest drauf geschweißt ist, dann kann es schon sein, dass wenn es nicht richtig gelagert wird und ein bisschen flüssig und mit den heißen Wetterbedingungen wird so eine Foundation ja noch flüssiger, dass es dann ein bisschen ausläuft, ein bisschen schmieriger wird. Mir macht das nichts aus. Was mir was ausmachen würde, ist natürlich, wenn das schon benutzt wurde. Das mag ich nicht. Und ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Es ging auch ziemlich schwer ab, dieses Deckelchen. Also das war mit Sicherheit nicht benutzt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es rausgelaufen ist. Und deswegen macht mir das persönlich nichts aus. Was ich natürlich nicht mag, wie gesagt, ist, wenn da schon jemand im Finger drin war. Aber das habe ich auch schon gemacht. Also ich bin da immer ganz hart im Nehmen, aber Lippenstifte und so, das mache ich natürlich nicht, weil wir schon Herpes und ähnliches haben. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden das gute Stück jetzt testen. Ich werde, beziehungsweise für euch werde ich es testen. Ich habe die Diaderma Karottenöl habe ich drauf gemacht. Man sieht es auch ein bisschen, wir sind ein bisschen gebräunt. Und dann werden wir das jetzt zusammen auftragen und mal gucken, oder ich möchte euch zeigen, wie das dann im Laufe des Tages aussieht. Ich werde euch über 12 Stunden mitnehmen. Ich werde heute Abend mich nochmal vor die Kamera setzen. Werde auch immer im Laufe des Tages einmal zwischenschalten, dass ihr das auch in den verschiedenen Lichtverhältnissen seht. Heute strahlt die Sonne, es ist richtig warm draußen wieder. Ich zeige euch, wie kommt die Foundation damit zurecht. Ich habe das ausprobiert und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es wirklich sehr gut macht. Sie macht ihren Job so, wie sie soll. Und ihr müsst auch keine Feuchtigkeit eigentlich drunter machen. Das habe ich jetzt aber gemacht, weil ich das Finish einfach liebe von dem Karottenöl in Zusammenarbeit mit dieser Foundation oder überhaupt mit einer Foundation. Ich finde, das Hautbild sieht dann nochmal klarer, sauberer und schöner aus, obwohl es ist überpflegt. Ne? Ich bin jetzt wirklich ziemlich schmierig noch im Gesicht. Und das ist immer kritisch, man soll sich nicht überpflegen. Aber ich habe das trotzdem gemacht, weil ich das Finish, wie gesagt, mit dieser Foundation ganz besonders mag. So, und jetzt gehe ich da einfach mal so rein. Das ist natürlich immer nicht so gut. Es gibt in der Kosmetikindustrie Spatel. Und mit diesen Kosmetikspateln kann man das ganz schön rausholen, dass man da nicht mit dem Finger rein muss. Das ist im Übrigen auch wirklich zu empfehlen, gerade bei unreiner Haut. Obwohl wir selber natürlich denken, ich schmier das mal drauf, ich habe ein bisschen zu viel genommen, ich mache ein bisschen ab. Obwohl wir natürlich denken, das ist unsere Haut und das macht ja nichts, ne? Geht ja kein anderer ran. Doch auch unsere Finger haben Bakterien,
die wir gar nicht unbedingt so mitbekommen. Dann machen wir einmal die Badezimmertür auf und dann haben wir die Badezimmertür auch aufgemacht, wenn wir schon mal draußen waren, wenn wir uns die Hände waschen wollten und bums, haben wir da Bakterien dran, die wir dann an die Haut geben und die dort zu Entzündungen, Reizungen, Irritationen führen und wir uns dann fragen, hä, wie kommt das denn? Eben weil man eben auch zu Hause Dinge anfasst, die nicht klinisch rein sind, ist doch ganz klar. Auf jeden Fall seht ihr jetzt eine Schicht. Das ist mir jetzt persönlich zu wenig. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr haben. Nimm daher noch einmal genauso viel Produkt auf wie eben. Aber ihr seht schon sofort, dass es ein schönes Hautbild macht. Ich hätte es gern ein, zwei Ticken dunkler noch, weil ich mich ja selbst bräune und dann ist es ein bisschen zu käsig. Aber das macht nichts. Das verschmilzt im Laufe der Zeit meine Haut ganz gut, sodass ich da gut mit zurechtkomme. Ihr seht, es hat eine gute mittlere Deckkraft. Meine Rötungen sind eigentlich gut ausgeglichen. Man sieht sie kaum noch. Ihr habt eben gesehen, dass mein Gesicht sehr rot war. Inzwischen ist es schon schön abgedeckt. Ich bekomme hier eine Unreinheit, einen Pickel. Das ist nicht abgedeckt. Daran könnt ihr so ein bisschen sehen, dass sie eben nicht alles abdeckt. Auch meine Sommersprossen sind noch zu sehen. Das habe ich, ihr wisst es, immer sehr gerne im Sommer. Und das mag ich auch. Mir wird oft vorgeworfen, im Übrigen, dass ich das ziemlich grob und auch nicht mit dem Pinsel oder mit dem Schwamm auftrage, wie das ja viele Fachkräfte auch in der Kosmetik machen, dass sie eben ganz anders auftragen. Ich arbeite ja hier an keinem Kunden, sondern ich arbeite an mir selber. Und an mir selber habe ich die beste Technik für meine Haut entwickelt, indem ich nämlich, wenn ich mehr Druck und ziemlich grob auf meinem Gesicht arbeite, es hinbekomme, das ganze Produkt schön in meine Haut einzuarbeiten und auch in die Poren rein zu massieren. Da muss jeder gucken, wie er damit zurechtkommt. Eine junge, frische, knackige Haut braucht natürlich nicht so doll und grob zu arbeiten, wie ich das mache, sondern da kann man ganz fein und ganz zart arbeiten. Ich für mich, für meine Haut, finde es am besten, wenn ich ziemlich viel Druck ausüben kann und dass mein Gesicht auch noch so ein bisschen entschlackt dabei, dass es so ein bisschen Massage bekommt. Und ich brauche auch eine kraftvolle Massage. Also es nützt mir nichts, wenn ich jetzt so ganz leicht hier drüber streiche. Ich habe es gerne mit viel Druck, die Foundation einzuarbeiten. Dann habe ich nämlich auch das Gefühl, dass das alles schön in meine Haut eingearbeitet wird. Aber das kann jeder machen, wie er selbst. Natürlich, wenn man im beruflichen Bereich arbeitet, macht man das am Kunden natürlich nicht auf diese Art und Weise. Das ist doch ganz klar. So, jetzt werde ich noch ein bisschen hier am Hals weiterarbeiten und so ein bisschen versuchen, meinen Kittel nicht voll zu schmieren, denn da geht es immer mega schwer raus. Da ich ja auch hier keine medizinischen Reinigungsmittel zu Hause benutze, ist das dann immer etwas knifflig. Aber es geht, glaube ich. So. Und ich finde, jetzt kann man schon sofort sehen, das Hautbild sieht sauber aus, ist gepflegt aus, ist ein einheitliches Bild, was schön mit den Rötungen, die noch durchscheinen, mit den Hautverfärbung, die noch durchscheint, dass man da schön eine Regelmäßigkeit sieht, dass es alles gut eingearbeitet ist. Es ist ein mega leichtes Hautgefühl. Es ist samtig weich. Es ist leicht glänzend, was ich gerne habe. Ich mag es nicht, wenn es ganz, ganz matt ist. Aber hier hat es einen leichten Glanz und auch nicht zu viel, sondern es sieht einfach nur frisch gepflegt und sauber aus. Und meine Rötungen sind, wie gesagt, mit meinem Hautbild verschmolzen. Das ist immer sehr wichtig für mich. Ich mag es nicht, wenn meine Rosazie, die ich ja habe, oder Purpurrose, das wäre leichtere Form davon, wenn man das so sieht. So, jetzt möchte ich das schön in die Haut arbeiten, einarbeiten nochmal hier unter die Augen, weil wenn man das nicht macht, sieht man sehr wohl, dass sie in die Falten kriegt. Dann muss man schon sauber mit der Hautwärme das ein bisschen hier an den Augen besonders einarbeiten. Auch hier am Nasenflügel. Und dann werden wir mal gucken, ob das jetzt alleine besser aussieht. Denn ich habe letztes Mal diese Foundation im Zusammenspiel mit der anderen CoverGirl Foundation in der Glasflasche benutzt. Und da hatte man erstmal, wenn man die Kamera ganz nah rangeholt hat oder wenn ich mich im Vergrößerungsspiegel betrachtet habe, gesehen, dass es nicht ganz so gut harmoniert. Aber ich habe es gut hinbekommen. Ja, und hier hat man auf jeden Fall ein schönes, sauberes, klares Hautbild, was nicht in die Falten gerutscht ist. Auch hier habe ich eine Unreinheit entwickelt, hier direkt am Auge. Keine Ahnung, das habe ich jetzt erst gesehen. Ja, da muss man dann natürlich, hier habe ich auch eine Milie, die werden wir demnächst mal rausholen.
Einmal gucken, ob ich das mit der Kamera zusammen mache. Aber ich habe im Moment so wenig Zeit, Videos zu drehen, Leute, dass ich da tatsächlich immer nicht zu komme. Auch hier an diesen Stellen setze ich gern mein Make-up ab. Hat es hier jetzt überhaupt nicht gemacht. Ich müsste auch rasieren. Also wenn man jetzt ein sauberes Make-up haben wollen würde, müsste man diese feinen Härchen, die sich bei mir gebildet haben, oder die bei jedem Menschen eigentlich, oder fast jedem Menschen sich bilden, diese feinen Gesichtshärchen abrasieren. Das mache ich höchst ungerne und eigentlich nie. Und von daher sammelt sich dort gerne Foundation, die eben mit der ich nicht so gut klarkomme und harmoniere. Aber ihr seht, dass das alles schön weg ist. Es hat sich nichts in die Poren gesetzt, so wie letztes Mal. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt abpudern muss, weil das Hautbild eigentlich richtig schön aussieht. Ich weiß noch nicht, ob ich abpude. Falls ja, zeige ich euch das auf jeden Fall nochmal. Aber für jetzt, für diesen Augenblick soll es gewesen sein. Es hat sich nichts, wirklich null in die Poren gesetzt. Es hat sich auch nichts in die Fältchen gesetzt, auch nicht hier am Rand. Auch hier an der Stirn nicht, das hatte ich letztes Mal auch. Am Hals ist alles schön verschmolzen, mein Ring. Ich habe hier einen Rosazieh-Ring, einen roten. Der ist gut mit der Foundation, hat der harmoniert, man sieht ihn kaum noch. Also alles wirklich gut. Und ich schminke mich jetzt zu Ende, zeige euch nachher mein Gesicht nochmal. Heute Abend und zwischendurch werde ich euch immer wieder reinschalten und dann sehen wir uns nachher nochmal. Ich bin fertig und stehe hier in meinem Garten bei Sonnenlicht. Ihr könnt es betrachten. Und ja, hier sieht man nicht wirklich was. Ich gehe mal so ein bisschen in Schatten und dann stelle ich mich nochmal vor mein Küchenfenster und zeige euch da auch nochmal, wie das aussieht. So sieht das hier. Ich bin immer mit meinen Haaren beschäftigt, bin so schuldig, bitte. Ja, so sieht das jetzt aus. Bin fertig geschminkt. Man sieht die Rötung noch durch, das ist klar. Und ich habe auch ganz gern immer mit diesen richtig blonden Haaren ein Full Coverage wieder mal. Also es gefällt mir immer nicht so gut, dass die Rötung durchscheint, aber ich glaube, man kann ganz gut sehen, wie die Qualität ist. Es ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde vergangen, nachdem ich das aufgetragen habe. So lange habe ich nämlich gebraucht, bis ich den Rest gemacht habe, weil ich habe immer so einen Struggle mit meinen Augenbrauen im Moment. Hier sind wir vor meinem Küchenfenster. Da sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen angenehmer aus, finde ich. Ah, ich finde das immer hier so im Schatten. Hier finde ich, das sieht immer am besten aus. Ganz egal, wo ich hingehe, aber vor meinem Küchenfenster sieht das immer viel schicker aus alles. Ja, so sieht es aus vor dem gewohnten Bild, was ihr habt. Rötungen sind zu sehen, Sommersprossen sind zu sehen, aber schön einheitlich und gepflegt sieht es aus. Es fühlt sich auch nach wie vor richtig schön an. Es ist auch noch nichts in die Falten gerutscht und ich bin bis jetzt zufrieden. Es ist ein paar Stunden vergangen. So sieht die Foundation jetzt aus. Sie sieht weiterhin gut aus. Es ist weiter, es glänzt nichts. Es ist noch schön abgedeckt. Na klar, man sieht, dass es ein bisschen älter jetzt aussieht, aber es ist noch nichts in die Poren, in die Falten gerutscht. Aber nach wie vor ein schönes, angenehmes Tragegefühl. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder nach 12 Stunden. Das sind jetzt ungefähr 5, 6 Stunden vergangen. Hallo, meine Lieben, hier bin ich wieder nach 12 Stunden Tragezeit meiner Foundation. Lasst uns gucken, wie es aussieht. Von weitem würde ich sagen, sie hat an Deckkraft verloren. Meine Rötungen sind sichtbar geworden und auch so, dass ich sage, das gefällt mir jetzt so nicht mehr. Ich müsste auf jeden Fall nacharbeiten, ich müsste nachpudern. Ich habe sie im Übrigen nicht abgepudert. Das ist genau so wie heute Morgen, wie ich das aufgetragen habe. Hier habe ich noch den Lippenstift, den hatte ich euch vorhin ja auch gezeigt. Der hat sich hier überall abgesetzt. Ich kriege ihn nicht ab so richtig. Aber ansonsten seht ihr, glaube ich, sehr gut, dass die Foundation komplett hier und hier verschwunden ist. Man sieht es natürlich noch, das Hautbild sieht noch ebenmäßig aus, aber die Rötungen sind sehr stark hervorgekommen. Es hat sich im Übrigen nichts abgesetzt. Das ist alles weiterhin flawless, würde ich sagen, wie heute Morgen auch. Ein bisschen hier, wenn man ganz scharf nachgucken würde, sieht man hier aber wirklich ganz minimal. Aber hier an der Nase herum ist es alles weg. Also die Foundation ist verschwunden, sie hat sich verabschiedet, sie hat nicht bis zum Abend durchgehalten, leider. Aber das sieht man jetzt auch nur, das muss ich zur Entschuldigung dieser Foundation sagen, in diesem künstlichen Licht. Unten im natürlichen Licht, im Tageslicht, sieht das weiterhin ganz normal und erträglich aus. Also es ist wirklich schön und ich habe nur wenige Foundation, die bis abends um diese Zeit noch schön aussehen. Dafür ist sie vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu günstig gewesen, als dass man da dann noch etwas mehr erwarten kann. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich mag sie gerne. Ich werde sie auch weiterhin tragen. Wie gesagt, gegen Abend müsste man hier weiter abpudern. Vielleicht müsste man auch noch mal so ein bisschen nachcremen hier an der Nase, so ein bisschen.
dass die Rötungen verschwinden. Ansonsten, ich habe mich auch nicht irgendwie an der Nase geschneuzt oder so, sondern es ist tatsächlich so, dass es sich abgetragen hat. Aber wie gesagt, im natürlichen Licht und im normalen gelblichen Licht sieht das weiterhin sehr schön und einigermaßen ebenmäßig aus. Aber natürlich, die Rötungen sind auch im Tageslicht verstärkt sichtbar geworden. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine gute Foundation. Ich mag sie sehr gern, kann euch die empfehlen und möchte mich verabschieden und mich bedanken, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mir bis zum Schluss zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf ein nächstes Video wiedersehen. Und abonniert gern meinen Kanal, wenn ihr Lust habt, noch weitere Videos von mir zu schauen. Ich würde mich darüber freuen. Schlaft schön und habt einen schönen guten Tag oder wann immer ihr mir zugeschaut habt, der Tageszeit entsprechend. Macht's gut und bis irgendwann. Tschüss.